Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mount & Blade Warband. Wir befinden uns gerade vor der Burg Tel'Rok und die wollen wir, wenn es geht, möglichst schnell einreißen. Die Verteidigung hält sich in Grenzen mit 176 Mann. Ja, da stimmen wir doch mal drauf los. Haben sich auch genug Fürsten angeschlossen, das werden wir auf jeden Fall zahlenmäßig überwinden können. Dann bauen wir die Leitern, in 4 Stunden sind wir soweit und können dann schon zum Morgengrauen hin in den Angriff starten. Machen wir auch gleich. Hier ist natürlich wieder keiner da, also kein Fürst, kein niemand, der uns die Tore aufmacht und sagt, okay, ich ergebe mich. Leider. Oh. Ich glaube, die ganzen Bogenschützen hole ich mal hier rüber. Und jetzt verstecke ich mich mal ein bisschen in der Meute. Sonst haben die ja gar kein anderes Ziel außer mich. Entschuldigung, ich habe irgendeinen Krümel im Hals, der sich gerade beschwert oder einfach zum Stören aufgelegt ist. So, mal schauen, ob wir ordentlich Arbeit leisten können und hier relativ schnell durchkommen. Das wäre ganz schön. Ja, da habe ich zu spät geschossen. Unsere Leute sind auf den Mauern. Ja, ja, es geht relativ schnell heute. Diesmal bin ich recht zufrieden. Bin auch recht zuversichtlich, dass das die ganze Zeit bleibt. Denn die Verteidiger, oh, außer dass sie es auf mich abgesehen haben, scheinen nicht ganz so stark zu sein. So. Rufen wir mal die Fernkämpfer hier hoch. Tja, schießen kann ich nicht. Ja, toll. Jetzt holt ein Schild runter und ich schieße vorbei. Ziemlich typisch für mich. Oh, komplette Truppe hat sich jetzt hier versammelt. Problem, Feind und Freund. Das geht irgendwann schief. Ach komm. Ich gehe da noch mal runter und warte so ab. Ich habe genug Soldaten, ich muss mich nicht immer selber in den Kampf stürzen. Irgendwann werden unsere Leute sich da schon durchwursteln. Was ist denn los, Leute? Ihr zittert so. Ja, was mache ich denn jetzt? Gab keine gute Position für mich oben. Mit dem letzten Lebenspunkt möchte ich mich auch nicht in den Kampf stürzen überhaupt. Der kleinste Huster bringt mich ja fast schon um, also lass ich mal. Oh, wir kriegen neue Verstärkung. Mein Gott, verlieren wir da oben. Wir haben auch nicht allzu starke und stabile Krieger mitgebracht, also das heißt wir schon, aber unsere Vasallen, unsere Fürsten, denen fehlt es an qualitativ hochwertigen Leuten. Naja, wenn jetzt unsere Infanterie, wenn sie oben ist, gleich durchstarten würde zu den Fernkämpfern,
hätten wir das Problem gar nicht mehr. Das einzig Gute, was ich im Moment sehe, ist, dass der Feind genauso stark die Truppen verliert wie wir. Oder fast genauso stark. Das heißt, wir verlieren circa, grob geschätzt, 200 Leute, um 170 in den Boden zu stampfen. So geschätzt. Naja, ich revidiere, 230 Leute, um 170 in den Boden zu stampfen. Aber unsere werden doch schon recht massiv verprügelt da oben. Oh, neue Verstärkung, sehr schön. Bin hier oben echt falsch. Kann denen nämlich kaum was tun. Leute, ich würde sagen, Bogenschützen bitte hierher. Jetzt noch ein bisschen in Bewegung bleiben, nicht dass sie auf mich schießen und auch noch treffen. Ah, so. Jetzt kann die Infanterie weiter fein durchstarten. Ich glaube, jetzt können wir effektiver den Kampf führen. Wobei es auch sowieso fast zu Ende sein müsste. Ja, kein Nachschub mehr beim Gegner. Sieg. Und zum Schluss konnten wir noch mitwirken. Ist das nicht schön? Oh Mann. Sind bei uns viele verprügelt worden. Sei es drum. Oh, wir haben einen Fürsten befreit. Das ist ja gut. Er freut sich. Aber wir nehmen noch ein paar Leute als Gefangene mit. Kleinen Obolus verdienen. Und wir haben noch ordentlich Platz in der Truppe. Wir können also nochmal richtig Soldaten aufstocken. Und der Feind hat ordentlich Gefangene gemacht. Ja, das lohnt sich. Da können wir unsere Soldaten ordentlich aufwerten. Ich glaube, da mache ich ein paar normale Bogenschützen draus. So. Ritter können wir mitnehmen. Meisterschütze können wir mitnehmen. Meisterschütze. Uskal können wir auch mitnehmen. Nordveteran nehme ich auch einfach mal mit. Belgier Veteran. Reiter. Infanterie, Wache auf jeden Fall. Wache ist gut. Veteran Armbrustschütze. Ausgebildete Armbrustschütze. Noch ein Armbrustschütze. Ich habe das Gefühl, ich kann alle mitnehmen. Bogenschütze. Bogenschütze. Waren so. Fernkämpfer habe ich jetzt fast alle dabei. Mützler. Wo sind zwei? Jäger. Fußsoldat. Noch ein Fußsoldat. Krieger. Bauersfrau. Bauer. Karawanenmeister. Fußsoldat. Veteran. Mützler. Und zwei Karawanenwachen. Der Plünderer bleibt wie immer im Gefängnis, den befreien wir nicht. Tja, und wer soll diese Burg erhalten? Ich habe, glaube ich, gar keine mehr, die ohne Lehen herumwatscheln. Dann kriegt er als nächstes seine Burg. Das ist eigentlich völlig egal. Und prinzipiell müsste ich noch dem einen oder anderen die Burg wegnehmen.
Naja, egal. Das war ein ziemlich erfolgreicher Akt, deshalb stürmen wir gleich weiter, solange wir noch ein paar Leute haben, die uns folgen. Und werden uns jetzt um Verschek kümmern. Und dann können wir uns endlich wieder gen Süden stürzen, wo wir große Macht erlangen wollen und vor allem den Feind endlich mal aus unserem Land werfen. Ha! Das wird spaßig. So, Freunde, einmal in die Nähe von Verschek. Ja, klar. Werden wieder die einzelnen Dörfer niedergebrannt. Aber solange sie es nicht schaffen, also uns noch weitere Städte abzunehmen oder Burgen, bin ich eigentlich zufrieden. Bei den Städten ist es halt eben kritischer. Die muss ich selbst beschützen. Und ich habe nur jeweils 40 Mann reingestellt. Das heißt, es ist relativ leicht, diese Städte entsprechend ja, niederzuringen. Nicht so wie unsere Feinde es machen, die Burg vollstellen oder die Stadt vollstellen mit über 300 Mann. Ich habe gar nicht so viele Leute, um das zu machen. So, belagern wir die Stadt. Ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind. Moment, das machen wir nochmal. Kurz mal schauen. Ja, das lohnt sich. König Ragnar und seine Gesellen. Das sind 340, 50, 60, 70. 400, 410, ach, circa 430, nur grob geschätzt. Das sollte man doch eigentlich noch schaffen. Ja, er wollte auch noch dazu, schafft es aber nicht mehr, denn er kann sich nicht durch unsere Verteidigungsreihen oder unsere Angriffsreihen bewegen, um sich der Verteidigung anzuschließen. Ja, es ist auch schon wieder soweit. Ich warte noch mal bis zum nächsten Morgen. Jetzt ist es schön hell. Dann sehen wir auch wenigstens, wo wir kämpfen. Und jetzt rauschen wir hinein in das feindliche Städtlein, um es uns untertan zu machen. Oh. Freunde, alles was Fernkämpfer ist und unter die Bogenschützen kategoriert wird, wird einfinden hier. Wir müssen den Feind töten. Ich mag diese Holzburgen, die sind so schön stylisch, allerdings sind sie nicht so effektiv, finde ich. Ich bin ein Traditionalist. Gute Festungen bestehen aus Stein. Das Gute ist, es gibt auch ganz viele, naja, nicht sonderlich starke Verteidiger hier. Verteidiger im Sinne von Krieger. Und mit etwas Glück können wir das ausnutzen, wenn unsere Leute sich nach oben durchrangeln. Ich treffe nichts. Jetzt ist die Frage, ist es klug, sich hier oben hinzustellen und sich mit den Feinden anzulegen? Oh je. Oder sollte ich mich vielleicht doch besser unten aufhalten? Aber ich glaube, es ist ganz okay, weil wir kriegen noch Nachschub, die kommen dann immer wieder rauf, sind stärker als der Feind. Kann ab jetzt richtig gut wirken, kann den Feind vorschwächen, die Fernkämpfer auseinandernehmen, bevor sie zu viel Schaden anrichten. Ich glaube, das läuft. Ich schätze mal, es wird tatsächlich ein Kampf um den Innenhof werden. So stelle ich mir zumindest vor. Da hinten steht ein ganzer Pulk, nur Bogenschützen. Und immer mal wieder kommt irgendein Fußsoldat von dran gelaufen.
und beschützt seine Bogenschützen-Kameraden vor meinen Bolzen. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Meine eigenen Leute beschützen den Feind. Aber ich glaube, sie sind ganz gut im Kampf. Also behaupte jetzt mal, meine Leute schaffen das, den Feind da hinten in die Enge zu treiben und nach den Chaos zu machen. Und schließlich geübte Nahkämpfer gegen geübte Fernkämpfer. Im Nahkampf, wohlgemerkt. Da könnte mal was gehen. So, wir warten auf den Nachschub der Feinde. Der müsste nämlich auch allmählich kommen. Oh oh. Und der Feind im Rücken, das ist nicht gut. Gut, unsere. Ich wollte gerade sagen, unsere Bogen. Wo kommen denn unsere Leute her? Achso, ja, stimmt. Wir starten ja da hinten irgendwo. Unsere Bogenschützen unterstützen uns ja noch ein bisschen, aber da habe ich mich übernommen. Hätte hinten warten sollen, bin aber immer so vorwitzig und will vorne an der Front mit dabei sein. Wir hätten es schaffen können. Gut. Bereiten wir wieder die Mauern, Leitern vor für die Mauern. Oh, ein paar haben die Nase voll. Dafür denken sich andere, oh, da schließe ich mich wieder an. Aber es sind, glaube ich, mehr weggeritten als zu uns zurückgekommen. Das ist äußerst unangenehm. Aua, aua. So, Bogenschützen erstmal zu mir. Bogenschützen alle hierher. Das kleine Mauerstück soll unser sein. Problem dabei ist, der Feind wird aktuell immer stärker, denn die schwachen Kämpfer sind schon durch. Die standen als erstes auf den Mauern. Jetzt nähern wir uns immer weiter der Elite-Truppe. So, nochmal schnell in den Rücken unserer Leute ein bisschen schützen, freimachen von Feinden. Hinten läuft auch noch einer rum, weil das war zu hoch. Vermute ich zumindest. Ja. So, und jetzt kommt Nachschub. Das ist gut, das ist sehr schön. Können wir den Feind da oben endlich ein bisschen ausmerzen und reduzieren. Jawohl, wieder einen gefällt. Mit den letzten verbleibenden Lebenspunkten.
Ich könnte definitiv einen Heiler gebrauchen. Dass wir unsere Wunden schneller loswerden können, aber naja. Man kriegt leider nicht immer alles, was man sich wünscht. Nee, ich werde jetzt nicht nach oben laufen. Wir wissen ja, was dann passiert. Ich krieg sie direkt wieder ab. Und wir müssen sofort eine neue Leiter bauen und ja, den ganzen Kampf quasi von vorne dahin tragen. Ah, da war ich zu langsam. Geh nichts. Kamerad, ich... Ach, der steht noch einer vor mir. Sehr, sehr nett, dass ihr mich umzingelt, um mich zu beschützen, aber es hilft nicht immer. Ja, wie gesehen, es hilft nicht immer. Verdammt. Wie haben wir denn geschafft? Nochmal 131. Dann wären wir jetzt schon bei 300 niedergerungenen Feinden. Dann bereiten wir auch schnell die Leitern vor. Wird dann schon in der Nacht sein, wenn wir fertig sind. Deshalb werden wir dann wieder zum nächsten Morgen warten. So, bis morgen warten. Ja, und jetzt los geht's. Rufen wir die Truppen wieder zusammen. Mir nach, Bogenschützen. Wir stellen uns da unten auf. Schön. Trefft ihr ganz gut. Hätte ich nicht sagen sollen, jetzt wird wahrscheinlich nichts mehr. Ja, es wird schon wieder nichts, weil ich wieder Schilde treffe. Sehr schön. Ja. Nö. Position halten, Dinge aneinander stehen und los geht's. Oh, das war jetzt schlecht geschossen. Da braucht der Feind sich ja nicht zu bewegen. Ist ja gut, Freunde, ist ja gut. Ihr dürft ja vorbei. Nee, den treffe ich nicht. Würde ich vielleicht mit hochgehen? Wäre das eine Option? Ja, nicht wirklich. Und oben lauert der Tod, also hochgehen ist eher was für die Soldaten. Nicht für die Generäle. Sehr schön. Ha! Unsere Leute lenken die ab. Der Feind dreht sich mit dem Rücken zum... unseren Bogenschützen und wir können dann mit ihnen zusammen die Feinde niederstrecken. Au. Nicht schließen die Reihen. Offen lassen, damit ich durch kann. Thank you.
Der will sich nicht erschießen lassen. Kann nicht sehen. Treff dich nur nicht. Ja, da schon besser. Danke. Oh. Der eine oder andere wird da oben doch noch niedergestreckt. Bedeutet also ganz klar, unsere Leute machen ihren Job. Und es gibt Nachschub. Haha. Ja. Ich schieße nicht gerne so in dieses Gerangel rein. Da treffe ich nämlich viel zu schnell unsere eigenen Leute. Aber naja, so ein paar moralische Schäden können wir auch noch verkraften. So, sehr gut. Wieder einer weg. Der Feind will sich nicht besiegen lassen. Ja, und wie ich befürchtet habe, stehen da oben nur noch Huskale und Meisterbogenschützen. Bogenschützen, Veteranen, was die Norder so haben. Aber denen fehlt das im Moment auch an Nachschub. Habe ich das Gefühl. Den Eindruck. Bin ja schon kurz davor zu sagen, los Leute, stürmt die Mauern, weil unsere Infanterie mal wieder auf sich warten lässt. Und genau das werde ich jetzt auch einfach mal machen. Und mit ihrer Schusskraft und dem Schusstalent kommen sie nicht wirklich weiter. Hier geht es jetzt einfach darum, dass viele Waffen auftreffen und der ein oder andere feindliche Krieger sein Leben lässt. Und natürlich kriegen wir auch gleich Nachschub. Ja, da ist er schon. Wir haben Nachschub gekriegt, jetzt kriegen wir endlich wieder richtige Krieger auf die Leiter. Wir müssen nicht zuerst mal durch die Bogenschützen kämpfen, aber naja... Das funktioniert schon. Das kriegt er schon hin. Ja, es gibt tatsächlich keinen Nachschub mehr für den Feind. Das heißt, die Burg ist gleich unser. Ja, sehr schön. Eine neue Stadt für mich. Und eine Burg, die da drin steht. Ha! Sehr schön. So, kusch, Leute, kusch. Einfach mal hochlaufen. Ah, das war's. Hervorragend. Besser geht's. Eigentlich schon, aber... Das Ergebnis ist zumindest zufriedenstellend. Der Sieg ist unser. Ja, geh nach Hause. Und du geh ebenfalls nach Hause. Die anderen sind sowieso geflohen, also macht's keinen Unterschied, ob ich die paar jetzt gefangen nehme oder nicht. Karawanenwache können wir mitnehmen.
Slave Crusher können wir auch mitnehmen. Lagerverteidigung. Und so, der Rest ist Räubervolk, die brauchen wir nicht. Wird noch jeder hier schön geschult. Dann darf ich nicht vergessen, dass das meine Stadt sein soll. Sonst wird sie mir wieder weggenommen. So, gleich haben wir es. Perfekt. Ja, ein einzelnes Schwert ist als Beutestück übrig geblieben. Das können sich dann auch die anderen teilen. Meins. Das ist für mich. Dankeschön. Oh, hier gibt es sogar ein Turnier. Also, Verwaltung. Wir kriegen eine Botenstation hier rein. Dann Garnison. Wir brauchen ordentliches Kämpfervolk hier drin. Und Meisterschütze, jawohl. Brauchen wir Meisterschützen. Gehen wir bei Einnahme von Städten immer so schnell verloren. Scharfschütze. So, 5 Schützen. Dabei, dann haben wir genug Schützen da drin, nämlich 20. Wir haben 1, 4 Nahkämpfer, 6 Nahkämpfer, 12 Nahkämpfer, noch 8 voll ausgebildete Nahkämpfer und dann wäre die Stadt auf ein Mindestmaß verteidigt. Zumindest so, wie ich es mir vorstelle. 7. Na gut, bleibt ein Reiter auch noch hier. 6. Ich habe kaum noch Nahkämpfer. Wer hätte das gedacht? Schade, da muss wohl wirklich jemand hier arbeiten, der noch nicht vollständig ausgebildet ist. Ja, dann ist es egal. Nehmen wir den Nordveteran, den einen. Schauen schnell in der Schenke nach. Ah, ich hab's geahnt. Hier gibt's nochmal Soldaten. Nahkämpfer, sehr schön. Feiern hier unseren großen Sieg. Und vielleicht ist oben noch jemand, der uns die Gefangenen abnimmt. Nein, ist er nicht. Ja, das Turnier mache ich auf jeden Fall noch, aber erst in der nächsten Folge. Und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.